Glück auf bei Futternander. Ich glaub's ja nicht. Es hat heute doch nochmal aufgehört zu regnen. Also gehen wir noch eine Runde. Kommt ein bisschen mit. Einfach vor die Tür. Los geht's. Startschuss für die Leute gewesen sein, denn die Gruger-Trasse, auf der ich mich hier gerade befinde, auf dem Weg Richtung Margaretenhöhe an der Gruger vorbei zum Nachtigallental, sind alle gleichzeitig aus den Häusern gekommen und genießen nochmal einen kleinen Abendspaziergang. Genau das machen wir jetzt auch. Ach ja, seht her, da hat mich mein Weg doch mal wieder zum Halbachhammer geführt. Und, was soll ich sagen, pittoresk wie immer. Jetzt ist der Tag oder der Abend doch noch richtig schön geworden. Blauer Himmel, Sonnenschein, sattes Grün. Beste Voraussetzung für einen Abendspaziergang. Hey, was habe ich denn jetzt hier entdeckt? Kotten in der Kreuzenbeck am idyllischen Bachlauf. Der Kreuzenbecke, also der Bachlauf heißt so, stießen die bis 1803 selbstständigen Territorien Abtei Werden mit Bredeney, Stift Essen mit Rüttenscheid und Herrschaft Broich mit Harzopf am Dreiländereck zusammen. Zur Kennzeichnung dieses Grenzpunktes erhielten Bäume Kreuzzeichen, wodurch der Bach seinen Namen bekam. 1365 wurden zwei Kotten in der Kreuzenbecke im Besitz der Ritter von Luttelnau beurkundet, die in Harzopf auch Haus Stein und den Hof Erbach besaßen. 1648 wurden dann drei Kotten bzw. Höfe benannt. Ober-, mittelste und unterste Kreuzenbeck. An alter Stelle hat nur noch der Kotten unterste Kreuzenbeck, besser bekannt als Spielkampshof im Nachtigallental, überlebt. Er blieb im Besitz der Familie Spielkamp, bis ihr Gelände für die Errichtung der Siedlung am Wünnesberg parzelliert wurde. Heutiger Besitzer ist die Familie U. Broster. Ach, das ist sehr, sehr spannend. Das kommt vom Bürgerverein Essen-Harzopf Fulerum e.V. Sehr, sehr interessant. Ich sehe noch kommen. Ich muss mich tatsächlich mal irgendeinem Heimatverein anschließen. Oder irgendwie so ein Geschichtsverein. Geschichte, Leistungskurs, Abi, ne? Irgendwas muss ja hängen geblieben sein. Jedenfalls interessiert mich das brennend. Ich habe einen Spaß, weil ich schon wieder irgendwas entdeckt habe, was ich noch nicht kannte. Und diese Wasserroute habe ich wohl schon mal gehört. Bin jetzt aber durch Zufall drauf gestoßen und laufe jetzt hier entlang. Und wie schon bereits gesehen,
habe ich hier wieder irgendwie ein kleines bisschen Stadtgeschichte dazugelernt. Das ist hochinteressant. Kann man nur empfehlen. Zack, Perspektivwechsel. Da laufe ich gerade noch durch den allerschönsten, frischesten, dichtesten, grünsten Wald. Bin total weit weg. Und rums, 2 Meter weiter, bin ich auf die Sommerburgstraße gestoßen, Norbertstraße, jetzt wieder auf dem Weg nach Rüttenscheid. Und ja, das ist ja eigentlich das Schöne, ne? Du läufst ein paar Meter, Auto brauchst du nicht, bist mitten in der Natur und ebenso schnell bist du auch wieder mittendrin im Getümmel, ne? Ja, so ist es. 50, schneller geht nicht hier. Ja, so kann es auch gehen. Aus der Natur rein wieder in die Großbaustelle. Ich bin zu Hause, gleich, ein paar Meter noch, knapp 10 Kilometer in etwa sind es gewesen, auf meiner kurzen Feierabendrunde, die mich echt wirklich überrascht hat, weil das so spontan war und auch gar nicht geplant, diese Wasserroute zu entdecken, habe ich richtig, richtig genossen. Ja, jetzt bin ich aber wieder zufrieden, ne? Wenn man so einen ganzen Tag zu Hause rumprutscht und abends die Sonne rauskommt. Hat kein Schöneres geben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, vergesst das Rausgehen nicht und bin bis demnächst wieder, wenn es heißt, kommt mit, porteinander unterwegs. Ciao.